Ja, Mira, 6-1-6-4 gegen die Nummer 3 des Turniers. Ich nehme mal an, du wirst mit deinem Auftakt ziemlich zufrieden sein. Ja, war natürlich nicht einfach, aber ich bin natürlich zufrieden. Es war relativ schwer, weil ich habe wenig Rhythmus gekriegt, weil sie hat relativ schnell gespielt, Gott sei Dank viel Fehler gemacht, aber ich habe druckvoll gespielt und das solide runtergespielt. Ja, ich wollte gerade sagen, ohne deine Leistung abwerten zu wollen, deine Gegnerin ist dir doch etwas entgegengekommen, sagen wir es mal ja, so. Ne? Also vor allem im ersten Satz hat sie relativ viele Fehler gemacht, wollte mich wegschießen, das hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Im zweiten ist es ein bisschen enger geworden, aber es war auch wegen mir, weil ich habe ein bisschen nachlassen mit meinem Druck, aber ich habe es Gott sei Dank noch in zwei Sätzen gewonnen. Eine interessante Aufgabe erwartet dich in Runde 2. Ja, das stimmt. Also ich freue mich schon drauf. Es ist sicher offen, wird ein gutes Match werden. Wir haben noch nicht gegeneinander gespielt, nur trainiert. Ich war Neubetten, um es zu erwähnen. Ja. Ich freue mich drauf. Generell, wie bist du zufrieden mit deiner jüngsten Entwicklung? Ich meine, du hast den Top 50 bei den Juniorinnen hast du dich etabliert. Du hast dein erstes Finale erreicht im zarten Alter von 17 Jahren bei den Damen. Wie bist du da zufrieden momentan? Ja, zufrieden bin ich. Es wäre, ich will immer mehr. Also ich bin eigentlich nie so wirklich zufrieden, aber die Richtung passt und ich werde weiter hart arbeiten und schauen, dass so viel wie möglich noch weitergeht. Hat der Strenge also momentan, also Thomas Strengberger, dein Coach, derzeit keinen Grund, seinen Namen gerecht zu werden? Ich hoffe nicht. Was sind denn so die Ziele, die du dir für heuer noch vornimmst? Ranking-Ziele mag ich eigentlich nicht so. Also ich will schauen, dass ich einfach immer besser werde, mich weiterentwickle. Und ich habe das Gefühl, dass das dann alles von selber kommt, das Ranking und das Ganze. Weil ich spiele einfach gut, wenn ich das spiele, was ich im Training spiele, ist das sehr gut. Und ich habe das Gefühl, dass es immer besser wird. Und ja, mal schauen, was noch so kommt. Passt. Lassen wir uns auch überraschen und wünschen dir alles Gute für die nächsten Matches. Danke. Danke dir.